So, da sind wir bei El Shaddai Ascension of the Metatron. Wir touchen jetzt einfach mal diese Red Sphere hier, was auch immer das sein soll, dieser leuchtend rote Ball. Und dann wird sich diese Miniaturwelt mal wieder drehen und ich bin... Nein, sie dreht sich nicht, dieses Mal nicht. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier aufschlagen werden. Wir spielen immer noch Armoros und müssen Enoch aus der Unterwelt helfen, weil der Trottel da runtergesprungen ist. Nimm das mal. Wir haben halt keine Gotteswaffen, wir haben nur extrem stylische Tanzmoves. Yeah, baby! Ich weiß ja nicht, ob die so wirksam sind, aber sie sehen gut aus. Ja, sie sind einigermaßen wirksam. Gegen die kleinen Gegner, die jetzt bisher kamen, schon... Es kommen jetzt am Montag zum Glück keine Gegner mit Gotteswaffen, weil das... Das hat sich die Bombenwischer ja auch gerade gedacht. Das war das Letzte, was ihm durch den Kopf ging. Und dann vielleicht nur noch der Kolben vom Zünder. Das könnte sein. Direkt so, bam, von hinten durchs Auge vorne raus. Platsch. So Vorstellung. Wenn Bomben lebendig werden. Autsch. Na gut, da werden sie nichts anderes als auf Selbstmordattentäter. Wo zum Teufel gehe ich gerade hin? In diesem Level gibt es mir zu viele Wege irgendwie. Dankeschön. Das sagst du mir in dem Moment, wo ich direkt einfach mal runterspringe, wie so ein Müllmongo. Ich laufe mal da lang. Ich gehe jetzt einfach mal die Alternative schlecht. Oh Gott. Die Alternative schlechthin. Kommt her. Ich fege euch von der Tanzfläche, Leute. Bam! Das war cool. Ich versuche jetzt mal da rüber zu kommen. Oh, da komme ich sogar rüber. Cool. Oh, was? Okay. Ich bin in einer Todesfalle gelandet. Ah! Aber diese Minitypen, das sind ja wirklich die Noobs schlechthin einfach nur. Das sind diese Massengegner. Die... Gute Frage, was die darstellen sollen. Sind das beschmutzte Seelen oder was sind das? Oh, was macht er eigentlich, wenn ich die Tasse für Reinigen drücke? Er taunted? Ernsthaft? Oder hat das gerade irgendeinen Sinn gehabt, was du da machst? Lass mich raten, die kommen unendlich weiter, ja? Oder hat es auch mal ein Ende? Also wenn ich jetzt die weg habe und da kommt immer noch mehr, dann gehe ich. Da kommt nur noch mehr, ich gehe. Lasst mich einfach in Ruhe. Oh, was? Ach, da komme ich nicht weiter, okay. Das sind sozusagen die Barrieren, dass ich nicht rüberkomme. In Ordnung. Ist aber ernsthaft. Oh yeah! Der geht einfach nur ab, Mann. Der tauntet einfach nur. Guck ihn dir an. Ja, Mann. Alter, du stylischer Pisser. Wie gut, Mann. Es gibt einfach... Es sollte in jedem Spiel einfach nur eine Taste geben, wo der Charakter dann Breakdance macht. Einfach nur so eine Taste. So wegen sie. Ja, alles klar. Es ist jetzt wieder Zeit. Jetzt wenden wir wieder unsere geheime Technik an. Do it, do it. Oh. Siehst du, guck mal, wer abgeht. Wer abgeht? Was für ein geniales Spiel einfach nur. Was tut er? Mit seinen leuchtenden Schuhen hier. Die Massen toben. Armoros, unglaublich, Mann. Ich weiß, du kriegst bald einen Anruf von den Flying Steps oder so. Na, ja, das sind die einzigen Leute, die ich kenne, die Breakdancen. Die einzigen, die ich beim Namen kenne. Gibt's hier nicht noch mehr? What? Hat Gott aufgelegt oder Enos? Okay. Oh, shit. Shit, shit. Shit starts to get real. Okay, rein da. In was auch immer für eine Marmelade das hier ist. Oh, es ist fest. Wackelpudding. Interessant. Wow. Was? Holy. Shit. Was zum Teufel? Wir tanzen ihn zu Tode. Dark Enoch, oh mein Gott. Okay. Okay. Wow, shit.
Vielleicht soll ich Breakdancen für ihn, was hältst du davon? Ich glaube, der mag es. Oh nein, oh shit, Mann, der kann auch noch kicken wie Chun-Li, Mann. Ja, Mann, das geht, das ist gut, das zieht, Mann, macht das wieder. Komm schon. Wow, okay, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich sollte auf Distanz bleiben und einfach mal diese Drehattacke auch gut Glück machen. Weil irgendwie sieht das echt scheiße für mich aus. Ich hab nur noch einen Strampler an und das ist nicht so cool gegen Dark Enoch, verdammt nochmal. Nicht mehr der normale Enoch. Oh shit, okay. Oh fuck, was tust du mit mir? Hat Armoros eine Schnellfeuererholung? Ich weiß es ja nicht. Oder sind wir tot, wenn wir einfach nur umfallen? Oh, das war gut. Gib ihm. Gib ihm mehr. Oh, der braucht. Komm schon. Holy shit, ja, ein Teil von der Rüstung ist weg. Und ich habe nichts mehr an. What? Was war das denn? Ah. Okay, das geht bei ihm auch. Sehr schön. Jawohl. Nicht locker lassen. Ah, fuck, dieser Dark Enoch, man hat aber auch einen Strange in Helm, Mann. Oh Gott, er schießt. Stufe 2 Dark Enoch, verdammt nochmal. Ich habe ein echtes Problem, wenn er das macht. Der ist nackt unter der Rüstung. Hör auf ihn zu schlagen. Das wollen wir doch alle nicht sehen. Ah, Armoros vielleicht schon. Okay, ich verstehe seine Intention. Kann ihm nicht böse sein. Als Bauchtänzer. Mein Gott. Boah, Mist. Der ist ja richtig böse, Mann. Der ist richtig übel. Also hier keine halben Sachen, Mann. Ich weiß nicht, zeigt dieses Horn irgendwas an? Oh. Wohlwollender Missionar. Okay. Fuck. Ich bleib auch mal genau in der Mitte stehen. Doch er kann mich trotzdem damit treffen. Du bist doch ein Arsch. Ah, zack. Okay, er wird immer ein wenig weniger Kleidung. Ist in Ordnung. Ist cool für mich, warum auch nicht. Mein Gott, wenn es unsere Aufgabe ist, dann ziehe ich auch einen Kerl aus. Ah! Wie oft willst du eigentlich diese Cheap-Attacke noch jetzt nacheinander machen? Mal ernsthaft. Du bist doch ein Pisser. Ich glaube, die Hörner zeigen mir die Phasen an, in denen er sich befindet. Komm schon, gib ihm, jawohl. Okay, so langsam sieht es gefährlich aus, wen? Noch ein paar Schläge und er steht hier unten rum ohne da. Ah! Oh shit, okay. Oh nein. Alter. Jetzt ist er richtig pissed. Shit. Okay, sein Helm ändert sich wieder. Ich gebe ihm einfach immer weiter mit Kombos, versuche auszuweichen. Irgendwie einigermaßen zumindest. Yeah, hey, das war gar nicht so schlecht. Jawohl, komm weiter. Ah, nein, Alter, nicht mit mir. Your face, Mann. In Moonwalker, ich tanze dich zu Tode. Das ist der härteste Dance Battle ever. Bam. Okay, also jetzt wird's für ihn so langsam wirklich klappt, was es hier geht. Das ist irgendwie Strip-Poker, aber mit Prügeln. So kann man sich das hier vorstellen. Zwei Kerle, die sich einfach gegenseitig ausziehen. Je mehr sie sich schlagen. Oh yeah, ich glaube, das war's für ihn. Er hat kurz vom Höschen aufgegeben, weil er sich dachte, die Schande gebe ich mir nicht. Oh, bitte sag mir, dass er gesagt hat, gib mir die Schande nicht. Oh mein Gott. Der hat nicht mal ein Pipi. Ist
doch anders. Ja, einfach mit dem Arm trägt. Wie so ein Sixpack. That's what matters. Den lassen sie jetzt da unten. Das wäre mies. Okay. Das war's nochmal für Armorers, okay. Ino gerettet. Die brauchen ihn nicht mehr. Das sind verdammte Mafia-Taktiken, die hier Lucifer anwendet. Bist du nicht auch glücklich? Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das zeig ich dir dann. Never underestimate the powers of darkness. Thanks to Armorers, we dodged a bullet, so to speak. But getting consumed by the vileness is a serious business. It's gonna take Enoch a while to recover. Let's just hope we can overcome his inner conflict. Enoch follows Nana into the darkness. Armorers manages to save him. Genau, das haben wir gerade eben gespielt. Das muss man sich nochmal anhören. Wir sind wieder wiederholt. Aber immerhin Nana haben wir gerettet. Ach, das war sie auf dem Boden, natürlich. Ah, jetzt. Ich vorhin gedacht, wer ist das Mädel? Ach so. Ergibt schon Sinn, das ist das einzige Mädel, das wir bisher gesehen haben. Bis auf den einen Engel. Okay. Enochs Unentschlossenheit. Okay, wir haben sogar noch seinen Dark Enoch Anzug an. Okay, interessant. Mhm. Okay. Ich gehe dann einfach mal diese Eiswürfelstufen hoch, ist in Ordnung. Nein, wir spielen weder Skyrim, wir spielen auch nicht Dark Souls, nein, wir spielen El Shaddai. Und irgendwie dieser Helm und diese ganze Rüstung erinnert mich schon ziemlich an das alles. Interessant. Wer hat hier von wem geklaut? Hm, richtig. Hm. El Shaddai gibt schon länger. Kann ich nur mal so sagen. Quatsch. Weil man könnte so einen kleinen Battle anzetteln damit, aber nein, das lasse ich jetzt einfach mal. Junge, 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 das hört mich an Super Mario 64, die unendlichen Stufen, verdammt nochmal. Habe ich genug Sterne? Darf ich da hoch? Ich weiß es nicht. Die Ältesten wollen es so. Wollen mich laufen sehen. Vielleicht bin ich ihnen zu fett. Ich meine, die heilige Rüstung passt. Wer weiß, vielleicht ist es nur eine Einheitsgröße. Okay. Das machen wir mal. What do you mean he's not ready yet? All right. Han Solo? I just wish you'd stop making this girl wait. You can sense me, can you? Your awakening shouldn't be long now. Why don't you pray? If your voice reaches him, maybe he'll recover faster. Wie Lucifer einfach so voll No Shit dafür gibt. Bete doch, Alter. Vielleicht klappt's ja. Wenn nicht mal er dran glaubt. Das ist schon traurig. Okay, weird. Wo sind wir denn jetzt? Wir gehen mal ins Licht. In das Grüne. Das gesund Grüne leuchtet Licht davon. Das mache ich gerade, falls du es nicht bemerkt hast. Rid yourself of the vileness. Overcome the trial beyond the light. Richtig, die Prüfung wird sein. 50 Lines in Tetris. Wird Enoch geschaffen? Wer weiß. Remember, Enoch. Remove them from the fruits of wisdom. Alles klar, hatten wir ja schon mal ganz am Anfang. Nur diesmal in eindeutig stylischer Uniform. Oh, und wir haben hier diesen Chun-Li-Move, Alter. Fuck yes.
Nicht schlecht. Fällt mir so spontan auf, welches so spielt. Die sollten ein Street Fighter Street Brawl Spiel machen, so wie Streets of Rage mäßig. Oder was gibt's denn aktuelleres in die Richtung? Weiß gar nicht. So wirklich so klassische Beat'em-ups gibt's ganz wenige nur noch. So wie damals die ganzen Double Dragon oder so zum Beispiel, solche Games. Schade, dass es die irgendwie nicht mehr so wirklich gibt. Ist doch sehr gewichen, muss man sagen. Dieses Genre. Hat sich sehr verändert irgendwie. Ob jetzt positiv oder negativ, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Nephilim. Nee, hüppadöpa. It's been a year. Wow. Ein verdammtes Jahr ist er schon in diesem eisigen Grab eingeschlossen. Okay, hier gibt es ein blaues Licht. Leute, ich würde sagen, nein, ein grünes Licht. Ein türkises Licht. Ich kann es nicht einordnen. Völlig egal für mich. Ich bin Kerl, das ist grün für mich. Beim nächsten Mal gehen wir in dieses Licht und bin mal gespannt, was dahinter liegt. Bis dahin, haut rein!